Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Fauni steht hier hinten und lurt hier schon durch. Heute ist der Tag gekommen, Fauni wird umziehen und ich bin auch super nervös, muss ich euch sagen. Ich zitter am ganzen Körper und hoffe einfach, dass alles gut geht. Ich habe mega die Unterstützung bekommen von der Sabrina und von Markus. Ich bin denen so dankbar, denn die werden nämlich unsere zwei Pferde heute fahren. Fauni zieht um und von der Marie, das Pferd der Fari, zieht auch um. Was natürlich echt super schön ist, dass die Pferde zu zweit umziehen können. Jetzt heißt es aber noch ein bisschen Sachen packen. Die Sabrina und der Markus, die holen uns um eins ab. Und bis dahin haben wir noch ein paar Sachen zu erledigen. Und du süße Maus klubst hier durch, ne? Du süße Maus, du klubst hier durch. Naja, jetzt gehe ich erstmal rein und wünsche euch ganz viel Spaß bei meinem Umzugsvlog. Ich stehe jetzt halt vor meinem Spind, wie ihr sehen könnt. Und ich werde jetzt halt hier die Sachen, die ich eh noch übrig gelassen habe, werde ich jetzt in Tüten packen. Denn die Sachen, die hier drin sind, dürfen mit an den neuen Stall. Ich habe euch ja dazu ein Video gemacht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, wie ich den Spind ausgeräumt habe, dann schaut gerne mal in die Infobox vorbei. Da werde ich es dir verlinken. Und ich würde sagen, wir räumen jetzt halt mal die Sachen zusammen. Ich habe jetzt halt hier meine Tüte. Ich habe hier auch nochmal von Soulhorse die Pony Vitor Tasche. Und da gebe ich jetzt halt meine ganzen Sachen rein. Ich habe jetzt hier schon meine zwei Trensen reingetan. Jetzt werde ich hier auch noch das Halfter reinmachen und mein Bodenarbeitsseil und die Longe und den Kappzaum lasse ich noch draußen, weil ich die Fauni nachher noch longieren möchte. Dann machen wir mal die eine Schranktür auf. Hier die ganzen Fliegenhauben werde ich da dazulegen. Mein Stirnriemen auch. Traumehlsalbe bzw. Traumehltabletten, die kommen eigentlich in meine Stallapotheke. Muss ich dann später zur Stallapotheke tun. Deshalb sortiere ich das jetzt halt erstmal aus. Hufsalbe kommt auch hier rein. Die Gamaschen werde ich ihr später anziehen zum Schutz. Und dann haben wir hier gar nichts mehr drin. Ich muss euch schon sagen, dass man sich schon die ganze Zeit die Gedanken macht, ob es dann die richtige Entscheidung war oder ist, kann man natürlich nie sagen. Man weiß es nicht. Aber ich bin so ein Mensch, ich mache mir immer viel zu viele Gedanken und gerade ist wieder so eine Situation, wo ich mir einfach super viele Gedanken mache und hoffe, das passt alles und stimmt alles und ja, wird schon alles gut gehen, denke ich. Und ich werde jetzt halt hier mal weiter ausräumen. Wir machen jetzt halt die Schilder runter. Und dafür habe ich wieder meine rosane Makita ausgepackt. Yay! Und schaut mal, die Marie hat es voll gesehen. Passt perfekt zu meinem Merch, zu meinem Pullover. Und perfekt zu meinem Haargummi. Also ich habe nicht drauf geachtet, aber sie hat es gesehen. Und schaut mal, der Fari schaut uns sogar jetzt dazu. Ne? Ist das spannend? Nicht schlimm, ne? Was machen wir jetzt? Oh, falsche Richtung. So, Nummer 1, da haben wir gar keine. Ach, wir haben nur zwei Schrauben hier. So. Und das Schild nehmen wir nämlich mit. So, jetzt gehen wir mal in die Sattelkammer sozusagen rein. Und da können wir euch auch noch so ein bisschen mitnehmen und wie wir was zusammenpacken. Ja, es ist echt kalt. Es ist wirklich kalt, Leute. Wir ziehen draußen. Ich muss gerade lachen, weil draußen werden nämlich gerade die Gänse eingefangen. Die hat man auch gehört im Hintergrund. Bestimmt. Ja, und die Tochter von den Besitzern hat sie jetzt gerade reingetrieben. Das sah gerade irgendwie lustig aus. Und sie so, yeah, yeah. Ja, also hier, wie ihr sehen könnt, habe ich schon ein paar Sachen zusammengepackt. Das habe ich euch ja vorhin schon gezeigt. Und jetzt ist einfach nur noch die Schabracken und die Putztasche und die Stiefel drinnen und das ist Müll. Also ich habe hier einfach mal so einen Müllsack erstellt, wo ich dann wegschmeißen muss. Du hast den Müllsack erstellt? Also ein Mülleimer habe ich sozusagen erstellt. Wer liebt Nikis Sprüche? Bitte in die Kommentare. Ja. Hashtag Sprüche. Hashtag Sprüche in die Kommentare. Ich bin gespannt. Ja, wie sagt man dazu? Ich habe halt einen Müllsack genommen. Das ist gut ausgedrückt. Okay, dann habe ich einen Müllsack genommen. Das ist das Halfter, was wahrscheinlich die Fauni bei der Fahrt drauf bekommt. Ja, dann haben wir hier noch meinen Sattel. Der muss natürlich auch mit.
Und mein Fellsattel, der hing da oben mal, den habe ich schon mitgenommen. Der ist bei mir zu Hause. Der kommt jetzt halt erstmal ins Pferdezimmer. Aber dann will ich ihn natürlich auch mit an den neuen Stall nehmen, weil jetzt kommt der Winter und da ist es geilste, einfach mit Fellsattel zu reiten. Ich habe mich jetzt halt für diese 5 entschieden. Eine ist hier noch drauf. Und 5 Schabracken nehme ich jetzt halt erstmal mit. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache im neuen Stall. Und ja, die nehme ich jetzt halt erstmal mit. Und dann schaue ich mal. Oh. Was hast du kaputt gemacht? Oh je. So, ich glaube, die Haken brauche ich gar nicht. Die tue ich jetzt mal weg. Die kann ich dann für mein Pferdezimmer verwenden. Und irgendwie tue ich die hier rein. Boah, jetzt fängt es an zu regnen. Wolltest du Fauni nicht vom Umzug, vom Hängerfahren longieren, damit sie ein bisschen entspannter ist? Eigentlich schon, aber dadurch, dass es ja so schüttet, ich habe es den anderen schon gezeigt. Hast du schon? Ja. Deshalb wird es wohl nichts, aber vielleicht können wir dann gleich den neuen Roundpen ausprobieren, wenn wir vor Ort sind. Yeah! Roundpen. Wolltest du noch die Stiefel, die packe ich einfach hier auch noch mit rein. Und dann, oh mein Gott, dann haben wir alles gepackt. Marie, was sagst du? Yeah. Ich sag euch, wir sind so aufgeregt. Wir werden euch später an der Fahrt teilhaben lassen, wie das alles funktioniert. Und wir sehen uns dann in circa einer Stunde wieder. Fauni schaut uns gerade beim Einräumen zu. Marie flitzt immer ins Auto hinter. Wir haben jetzt schon fast alle Sachen im Auto drinnen. Dich haben wir noch nicht im Auto drin. Und ich zeige euch jetzt mal kurz den aktuellen Stand. So schaut das aus. Marie hat auch das ganze Auto noch kurz ausgelegt. Und hier haben wir jetzt halt ein paar Sachen von uns. Diese Schabracken habe ich euch vorhin gezeigt, dass die mit dürfen. Hier dazwischen haben wir unsere Bilder gelegt. Die habt ihr vielleicht mal im Stall gesehen. Die werden wir an unserem neuen Spind dran kleben. Das schaut, glaube ich, ziemlich süß aus. Und hier ist mein Sattel. Und hier sind so meine anderen Sachen. Ich habe ziemlich viel. Maries Sachen sind da und hier und hier und hier. Von daher, sie hat auch ziemlich viele Sachen. Wir machen jetzt halt weiter. Wir werden jetzt die Schubkarre noch sauber machen und Futtereimer und alles so brauchen wir noch sauber machen. Und dann kann es losgehen. Wir haben jetzt die Spinde komplett ausgeräumt, wie ihr sehen könnt. Es hängt gar nichts mehr dran und es ist auch nichts mehr drinnen. Wir haben alles, wie ich euch vorhin schon gezeigt habe, bei der Marie ins Auto getan. Jetzt wird es dann langsam ernst, weil Sabrina und Markus werden dann jeden Moment kommen. Und wir haben jetzt halt auch noch schnell die Schubkarre ausgewaschen. Die darf nämlich auch wieder mit. Hildegard darf das zweite Mal mit umziehen, meine kleine Freundin. Und hier haben wir noch ein paar Schippen sauber gemacht. Die kommen auch. In the sweet despair. Find something true that I like. I won't stress you, dear. I know that you made. Also wir sitzen jetzt im Auto und ich kann es ehrlich gesagt immer noch nicht glauben, dass die Pferde so schnell auf den Hänger gegangen sind, weil es war ja immer bis jetzt eine Riesenkatastrophe, wenn sie in den Hänger gehen mussten. Und ich sag euch, die Woche habe ich sicherlich deshalb so schlecht geschlafen, weil ich mir dachte, was ist, wenn Fauni nicht in den Hänger geht. Das war wirklich meine größte Angst. Die Sabrina weiß es auch, ich habe mit ihr darüber auch schon geredet und haben uns schon auch Sachen überlegt mit irgendeiner Paste, die, wie sagt man dazu? Beruhigt. Beruhigt. Etwas runterfährt. Also runterfährt und so brav, ich kann es immer noch nicht glauben. Markus hat sie reingeführt, Marie hat ihr Easy selbst reingeführt. Nur dadurch, dass ich einfach selber so aufgeregt bin und ich eben das letzte Mal so schlechte Erfahrungen gemacht habe mit dem Hänger, habe ich mir gedacht, okay, gebe ich das lieber gleich dem Markus ab und es hat echt super funktioniert. Jetzt sind wir im Auto wie... Wir sind angekommen und schaut mal, hier sind unsere zwei, da hinten steht die Fauni, die waren ganz brav, also ich bin richtig stolz auf die Ponys, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Hoppala, es ist erschrocken. Oh, wie süß, schaut mal. Mal kurz zurückgehen. Ist gut. Mami, lass mich raus. Ja. Und schaut mal, wie süß. Ja, du bist eine Feine. But I'm falling. Cigarette smoke, sick from drinking. Baby, don't think.
I will save you. But I'll tell you the things we can do if you give in. There is nothing to be broken. Hear this moment. Don't let me think back. Give me what I need. Just wanna forget. Don't need time to breathe. Two hearts pumping blood. Zur Eingewöhnung stehen jetzt die Ponys erstmal hier in diesen Boxen mit Paddock-Boxen sozusagen, wo sie sich dann anschnüffeln können. Und sie frisst schon. Ist ganz entspannt. Was heißt ganz entspannt? Natürlich ist sie aufgeregt. Aber wenn sie frisst und sie kann den Fari sehen, dann ist das alles gut. Hier drüben hat sie ihr Futter. Die tränken, weiß ich jetzt gar nicht, ob sie die kennt. Müssen wir einfach mal beobachten. Und ja, mal schauen. Na, du bleibst dann oben am Besen. Schau mal, wie gut der ist. Schneckelein, du bleibst am Besen, wo es erfüllen kannst. Eine Hexe. Ja, echt jetzt? Da war der andere da besser. Da war der andere besser. Der andere war wirklich besser. Boy, it's been a while since we talked, and my head's getting nervous. I can't handle this on and off. I can't know. Ich hoffe natürlich, dir hat der Umzugsvlog gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ich werde jetzt hier oben mal mein letztes Video verlinken. Und hier unten werde ich dir das Video verlinken, wieso, weshalb, warum ich überhaupt den Stall wechsle. Schau da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Tschüss!